Schön, dass ihr hier seid. Heute wollte ich mal mit euch drüber quatschen, welchen Draht ich benutze, weil mich haben einige Leute gefragt, was für einen Draht ich benutze, beziehungsweise auch, wo ich den herbekomme. So, ihr könnt jetzt schon mal hier meine momentanen Drahtsorten sehen, die ich eigentlich hauptsächlich benutze. Und zwar mal einmal den Artistic Will. Das ist dieser hier. Dann habe ich von Beanecraft den permanenten Silberdraht und von Katja Harders den Aluminiumdraht in 1 mm Stärke. Ja, das Wichtige ist hierbei, die haben alle unterschiedliche Stärken. Das heißt, die verarbeitet man alle unterschiedlich. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Draht. Was gibt es hier drüber zu sagen? Also, den gibt es bei BBCraft, bei Panda Hall und bei Amazon zu bestellen. Ne? In mehreren Farben und in verschiedenen Größen. Das ist jetzt 0,8 mm bzw. 20 Gauk. Bei den meisten Firmen steht nämlich Gauk drauf oder halt die Millimeteranzahl. Übrigens, das sind hier die, ist jetzt die Tabelle dazu. Also das sind die Drähte, die ich eigentlich hauptsächlich benutze mit ihren Gauk-Anzahlen. Sowas findet ihr dann auch bei Amazon. Ja, Quatsch, bei Amazon sage ich schon. Bei Google, wenn ihr danach sucht. Ansonsten macht ihr euch einen Screenshot. Hi, das ist einfacher wahrscheinlich. Also, den habe ich mir geholt zum Testen, weil der relativ weich sein soll. Also fürs Weben eigentlich relativ sinnvoll. Na, weil das dann schön einfach ist, um Muster zu weben. Ne? Kleines Beispiel dafür wäre dieser Anhänger. Den haben wir ja in einem meiner letzten Videos gemacht. Der ist auch komplett aus dem Draht. Ne? Den hatte ich mir dann halt bei Amazon bestellt, weil ich bin ehrlich, ich hatte keine Lust, es bei den anderen zu bestellen, weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal da bestellt hat. Ja, bis die Sachen da sind, dauert das 3 bis 4 Wochen manchmal. Und ihr müsst aufpassen wegen den Zollgebühren, dass ihr nicht über, was waren es, 20, 25 € kostet, kommt, sonst zahlt ihr Zoll extra und nochmal Mehrwertsteuer obendrauf. Also muss man da mal gucken, wo man ihn kauft. Na, bei Amazon, naja, kann man es holen, ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch einigermaßen akzeptabel, sage ich jetzt mal. Aber zum Testen nicht schlecht auf jeden Fall. Also die 0,8 mm muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben, aber die 0,5 mm und die 0,3 mm finde ich eigentlich ganz gut zum Arbeiten. So, das war jetzt quasi der Draht. Dann haben wir noch den Artistic Will. Das ist jetzt auch ein Kupferdraht mit einer Stärke von 4 mm. Das ist jetzt Messing. Also eigentlich ist es ein Messingdraht, ne? Es gibt den aber auch, ne, so wie den hier. Das ist dann jetzt der ganz normale Draht. Von denen der normale Kupferdraht gibt es auch in verschiedenen Farben. Problem bei dem hier ist, den bekommt ihr zwar auch bei Amazon, aber da sind die Versandkosten relativ hoch, weil der halt nicht hier so angeboten wird. Gibt noch eine französische Seite, die hat den auch. Ich werde euch das alles unten in die Infobox reinschreiben, die ganzen Shops mit den ganzen E-Mail-Adressen. Dann könnt ihr selber mal gucken, weil bei diesem französischen Shop habe ich den gefunden, aber noch nicht bestellt. Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Shop ist eigentlich noch ganz okay. Ja, also ihr zahlt jetzt keine Umsumme für den. Bei dem ist halt schön, ihr könnt relativ stabile Konstruktionen machen, also für Sachen, die filigran sein sollen, aber stabil sein sollen. Wie zum Beispiel, genau, hier solche Ohrringe zum Beispiel. Das ist eine kleine filigrane Konstruktion, die muss stabil sein. Und ihr seht ja, ah, Fokus. So, ne, könnt ihr sehen, lässt sich halt nicht so einfach verbiegen, weil es halt ein härterer Kupferdraht ist. Dann gibt es noch den Draht von Katja Harders, was mein Lieblingsdraht im Übrigen ist, was die 0,8 mm angeht und 1 mm angeht. Denn der ist super zum Verarbeiten. Super viele schöne Farben. Preis-Leistungs-Verhältnis super. Also wirklich klasse. Und naja,
Was soll ich sagen? Das ist mein Lieblingsdraht für den Grunddraht, weil man kann so viele coole Designs daraus machen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt den 0,5 mm Draht von denen und von Katja das kombiniert, könnt ihr zum Beispiel solche Schmuckstücke machen. Ne? Durch den Grunddraht, weil der relativ weich ist, der Aluminiumdraht, habt ihr den Vorteil, ihr könnt das super gut verbiegen. Auch wenn der Kupferdraht sehr stabil ist, kann man trotzdem noch gut damit arbeiten. Ne? Und ist natürlich auch schön stabil. Also ihr könnt hier hin und her biegen, da passiert euch nichts. Ne? Nur mal so als Beispiel. Ja, also wie gesagt, sie hat auch noch ganz viele andere Drähte im Angebot. Ne? Also das ist nicht nur 1 mm Champagner, was hier ist. Sie hat auch noch extrem viele schöne Sorten. Ich habe da noch ein Beispiel für euch. Und zwar zum Beispiel, na, jetzt hat sich die Aufhängung verdreht, hier so einen geprägten Aluminiumdraht zum Beispiel. Ne? Fokus. Ah, ich will es doch richtig zeigen. So. Na, komm schon. So. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Ah, jetzt hier. Das ist geprägter Aluminiumdraht. Und daraus könnt ihr dann auch solche Schmuckstücke machen. Das ist aber eine höhere Stärke wie jetzt der hier. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Sorry. aber das könnt ihr bei ihrem Shop nachgucken. Ne? Der geprägte Draht, was der für eine Stärke hat. Aber daraus kann man auch solche Schmuckstücke dann machen. Wie gesagt, das ist dann der etwas höhere Draht. Also von der Stärke her. Das geht auch. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr im Prinzip den 1 mm Draht und zum Beispiel den 0,3 mm Draht von ihr kombiniert, ne, das ist, den gibt es bei ihrem Shop fast zu allen Farben, wie es auch den dicken Aluminiumdraht gibt. Da könnt ihr auch solche Sachen draus machen. So, da seht ihr jetzt der Baum. Und das Muster, das habe ich gewebt mit dem 0,3 mm Draht von ihr und der Basic Draht ist auch der Champagner Draht von Katja Haders. Das sieht so ein bisschen aus wie Weißgold im Endeffekt. Also das funktioniert und auch das ist stabil. Ne? Also wenn ich jetzt hier rumbiege, da passiert jetzt auch nichts. Ne? Das ist halt immer, wenn ihr Aluminiumdraht und anderen Draht noch miteinander verbindet, dann werden die Konstruktionen auch stabil. Wie gesagt, wenn ihr einfache, hübsche Designs machen wollt, müsst ihr entweder einen stabilen Kupferdraht nehmen oder halt, wie hier bei dem Beispiel, einfach einen dickeren Aluminiumdraht. Dann funktioniert das auch, weil hier könnt ihr auch nicht so schnell was verbiegen. Ne? Anderes Beispiel, was man ja auch machen kann, ist das hier. Da habe ich auch den Draht von Katja Haders genommen als Grunddraht. Das ist hier der Titandraht von ihr. In Kombination mit dem silbernen Draht in 0,3. Ne, und auch das ist dann dementsprechend extrem stabil. Ne, weil ich aber auch das Design angepasst habe. Wichtig für euch ist im Prinzip immer, ihr müsst testen, was euch gefällt. Womit könnt ihr gut arbeiten? Weil ich kann euch das nicht sagen. Nur weil ich jetzt sage, ich nehme den Draht und keine Ahnung, den Draht, ist das jetzt super? Nee, nee, das müsst ihr schon selber gucken und austesten. Ich kann euch einfach nur sagen, was ich halt immer mache. Ich kombiniere den Draht von Katja Haders meistens mit dem Artistic Wheel oder halt mit dem 0,3 mm Draht aus ihrem Shop. Ne? Wie gesagt, das sind so die Sachen, die ich benutze mit den Stärken, die ich normalerweise am liebsten benutze. Also was ich euch empfehlen kann, ist wirklich, nehmt den Aluminiumdraht von Katja Haders als Basic Draht und kombiniert ihn mit den dünnen Draht für, ich sage jetzt mal, etwas aufwendigere Designs. Und wenn ihr filigrane Designs habt, die stabil sein müssen, dann nehmt ihr den Artistic Wheel, weil der relativ hart einfach ist. Und wenn ihr alles kombiniert, könnt ihr natürlich auch diesen anderen Draht nehmen von Amazon. Das funktioniert dann auch super, weil er halt ein Ticken härter ist wie der Aluminiumdraht, der 0,8 mm Aluminiumdraht. Ja, ansonsten, ja, was gibt es noch zu erzählen? Steht normalerweise eigentlich alles in den Beschreibungen drin, ne, mit den Beschichtungen zum Beispiel, dass sie hier nicht anlaufen. Das steht bei denen zum Beispiel extra drauf. Ja, deswegen werden die ja auch meistens von den ganzen britischen, amerikanischen Draht-YouTubern benutzt.
Und es gibt auch noch andere Sorten, aber wie gesagt, da müsst ihr euch durchtesten. Ich kann euch halt nur sagen, was ich, wie gesagt, benutze am liebsten. Ne? Und da ist auf Platz 1 auf jeden Fall der von Katjada Draht und dann kommt im Prinzip der Artistic und danach kommt der da. Ne? Weil der ist halt ein Ticken weicher wie die. Ich versuche mal die Sachen so stabil wie möglich zu machen und ja, ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich werde euch alles unten in die Infobox reintun, die ganzen Links mit den ganzen Shops, wo ich die Sachen gefunden habe, wo man sie kaufen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo wir da irgendwas Schickes basteln bzw. drahten. Also, bis dann, ihr Lieben. Bye bye, eure Sarah.